Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Gran Turismo 7. So, heute steht an großes Finale der Tourenwagen-Weltcup-Meisterschaft. Und die findet in Japan statt auf der Strecke Suzuka. So, wir fahren wieder mit unserem Audi RS5, sind wir wieder unterwegs. Oder immer noch, eher gesagt. Und ich begrüße im Boys den Tony Choppers. Servus. Hallöchen. So, großes Finale. Großes Finale. Jetzt gucken wir gerade noch einmal reifenmäßig. Ja, ich denke, dass wir wieder auf Mittel gute Chancen haben. Und jetzt bin ich gespannt, wie es ausgehen wird. Suzuka, eine sehr coole Strecke. Schon so oft gefahren. Aber nie gewonnen. Ja, doch, auf Suzuka habe ich schon oft gewonnen. Echt? Jo. Im Kart. So, im Kart. Das wäre mal eine Sache. Im Kart. Geht. Heutzutage ist alles möglich. So. Mal gucken, ob wir heute auch wieder in die Top 3 fahren können. Stimmt. Ja, ich hoffe, ihr habt alle die letzten zwei Rennen gesehen. Halt nicht. Ich verlinke euch natürlich in der Videobeschreibung die letzten zwei Rennen. Ich meine, dass ich kein perfekter Simracer bin, ist auch klar, weil mir halt eben viel Übung fehlt. Aber wir geben einfach so unser Bestes. Wir machen das Beste aus der Situation und ja. Bisher ist das Wetter jetzt hier auf Suzuka relativ gut. Das ist natürlich sehr schön für uns. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt hier in dieser Meisterschaft sich auch schlachtartig mal ändern kann. Ich glaube nicht. Vorbei. Hast du dir die Videos von mir jetzt schon angeguckt oder eher noch nicht? Doch, doch. Habe ich schon gemacht. Ah ja. Das erste Rennen auf dem Nürburgring, das war am Anfang so ein graues, sah jetzt immer, ne? Aber es war ja dann doch noch dann gegen Ende, ist es dann besser. Und auf Autopolis, das war ja auch am Anfang so, ich sag mal immer so, immer diese Anfängerschwierigkeiten, ne? Und dann, wenn man mal drinnen ist, dann läuft es. Ja. So.
Die Entscheidung war goldrichtig, dass ich das Getriebe ein bisschen geändert habe. Er hat das Getriebe geändert. Sehr schön. Ja, das habe ich jetzt nicht aufs Video, glaube ich, aufgenommen gehabt. Aber ich habe das Getriebe ein bisschen geändert. Ja, sonst wäre ich da mit 92 fast in die Begrenze reingefahren. Ja. Übergreifen sollen jetzt hier am Lenkrad. Naja, ja. Oh, ich muss eigentlich mal wieder ATT spielen. Ja. Aber ja, gerade ein paar Probleme immer noch mit meinem PC. Da macht es gerade nicht mehr so Sinn. Deshalb musste ich jetzt hier erst einmal auf Konsole umswitchen. Dabei sind wir in der Top 10 angekommen, auf Position 9, auf Platz 7 der Frager, vor uns ist gerade jetzt hier der Founder. Und auf Platz 6 davor ist der Gallo, oh, das ist hier gerade eine schöne Gruppe vor uns. Macht einer einen Fehler, sind wir alle vorbei. Dann let's go, mach den Fehler da vorne wieder. Nicht du, ne? Ich sag dir, du sollst keinen Fehler machen. Noch machen die Reifen mit. Oh, 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 oh. Oh, das war jetzt hier. Ja komm, ich lasse ihn fahren. Das war. Ich habe in die Kurve reingestochen. Das war jetzt uncool von mir. Das nennt man dann wohl Fair Play. Bin zu weit raus, ich bin da wieder vorbei. Aber kein Problem. Ja, da muss ich jetzt sagen, ich vermisse halt jetzt hier die Sophie KI. Das wird viel mehr Fun machen. Ja, also. Ich kann jetzt hier locker ohne Probleme hier an der normalen KI vorbeifahren. Zwei Runden können wir noch fahren mit unserem Tank. Nein, 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 nein. Es war wieder. Also ich denke, dass ich in der nächsten Runde wieder reinfahren werde in die Box. Also ich spreche von Runde 6 auf Runde 7. Wow.
leichter Querschläger gerade gehabt. Ja, ist das noch! Weißt du, was ich in Gran Turismo vermisse? Was? Multiglas-Rennen. Multiglas-Rennen? Ja, wenn du... Jetzt mal Butter bei den Fischen. Es ist doch möglich. Wir haben doch die ganzen Fahrzeuge dafür. Ja. So gesehen. Nordschleife haben wir auch am Start. Also, gut, man kann es auch ja auf anderen Strecken machen. Nicht nur Nordschleife, aber auch Nordschleife. Le Mans, Spa. Das wäre doch möglich. Das ist alles möglich. Verständlich ist alles möglich. Ich meine, egal ob jetzt Singleplayer oder Multiplayer, das wird schon Fun machen. Weil da kannst du dann, ich sag mal so, da kannst du dann halt schon sehen, oder eher gesagt, feststellen, bist du ein guter Fahrer oder nicht, weil, warte kurz, bevor es mich hier gerade wieder raushaut. Ja, weil du halt dich noch viel mehr konzentrieren musst und auch ständig im Rückspiegel gucken musst, kommt von hinten jetzt einer angeballert oder nicht. Viel mehr Verkehr auf der Strecke. Und das halt dann über eine gewisse Distanz. Ich würde es begrüßen in Gran Turismo. So, wir gehen jetzt wieder auf mittlere Reifen. So, jetzt wieder ja gut nachtanken, nicht, dass man noch irgendwo stehen bleiben soll. Jetzt danke, weiter geht's. Und wir kommen auf Position 6 zurück auf die Strecke. Zwar noch eine halbe Minute Rückstand auf die Spitze, aber wie wir alle wissen, KI kommt natürlich noch in der Ende der vorletzten Runde noch mal an die Box. Okay. Was ich nicht verstehe, weil in 10 Runden dann eigentlich müsstest du ja gar nicht tanken, realitätsmäßig gesehen, aber so. Es ist wie gesagt, hier ist es halt die Dungeon, da langt ein Stopp. Es sei denn, kommt großes Unwetter oder so, dann klar, ich weiß doch. Aber halt auch was? Nur, je nachdem wann halt dann der große Regen kommt oder so, ne? Ja, dieser grüne Rasen hier, der ist so giftig, ey. Ja, im Moment gerade sehr schade, dass ich gerade im Moment nicht so gute YouTube-Aufrufe erziele, gerade ich auch längere Videos. Ja, ich muss sagen, ich tue mir einfach schwer. Wenn ich da jetzt YouTuber sehe, wie zum Beispiel der Dave von Dave Gaming, Grüße gehen raus.
Der macht es schon ziemlich gut. Der kann nebenbei, der redet nebenbei und fährt noch seine beste Runde, Rundenzeiten. Ja. Da kann ich halt nicht mithalten. Mir fehlt da auch bei gewissen Sachen auch das Wissen, was er jetzt auch gerade jetzt viel über Fahrzeuge und über Gran Turismo so weiß. Mann. Aber ist ja auch jetzt nicht so tragisch. Ich denke, ich mache halt trotzdem meine Videos oder versuche ich halt zu machen und freue mich natürlich über jeden neuen Abonnenten, auch ganz klar. Und ja, ich meine, was habe ich zu verlieren? Ah. Und dass ich mal Vollzeit YouTuber oder besser gesagt Content Creator werde, wird nie der Fall sein. Weil da bräuchte ich halt schon pro Video schon einige Tausende Aufrufe. Ah, Schande, jetzt hast du mich voll weggedreht. Ah, shit. Das hat mir jetzt ordentlich Zeit gekostet. So, zwei Runden noch. Wir sind auf Position 3. In der Sternberg heißt der ja. Also, jetzt nochmal schnell auf YouTube zurückzukommen. Die was davon leben können, würde es sehr gut machen. Ich meine, von den Leuten ziehe ich schon meinen Hut, so ist es jetzt auch oder nicht, ne? Das ist schon harte Arbeit. Ja. Weil das darf man jetzt eigentlich auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen oder so, ne? Ich meine, gut, viele machen ja, wollen ja entdeckt werden. Wenn du ja heute entdeckt werden willst, musst du dich ja von der Masse ja abheben oder ja durchsetzen können. Ja, und ich, wie ist es bei mir? Ja, ich gucke mal, was sich noch so bei mir entwickelt. Ich meine, ganz ehrlich, hätte ich es am Anfang gedacht, dass ich jetzt bereits um die 180 Abonnenten habe. Das habe ich nie vorher damit gerechnet gehabt. Siehst du mal. Und ich versuche auch immer auf die ganzen Kommentare zu antworten. Also da nehme ich mir auch die Zeit für. Vor uns 3,5 Sekunden haben wir Rückstand auf den Führenden. Oh, ich habe die schnellste Rennrunde hingelegt. Sehe ich gerade. Oh nee, schon immer die gleiche Stelle, wo es mich raushaut. Immer die gleiche. Immer die gleiche Stelle. Oh.
werde ich jetzt noch Erster oder nicht? Tja. Der Kampf um den Sieg. 3 Sekunden. 3 Sekunden. Immer direkt hinten dran, letzte Chance. Nein, Querschläger. Ah, es hat leider nicht gelangt. Es hat nicht gelangt, wir mussten uns leider geschlagen geben. Aber trotzdem bin ich doch jetzt hier mit dem zweiten Platz sehr zufrieden. Wenn mir die Fehler nicht passiert, wäre ich eindeutig auf. Hätte ich eindeutig das Rennen gewonnen. Ja, und somit sind wir mit 0,4 Sekunden Rückstand. Tja, war sehr gut. Der Frager ist auf Position 10 ins Ziel gekommen. Okay. Auch in Ordnung. Wir haben, wie gesagt, die schnellste Rennrunde geholt. Wunderbar. Somit ist jetzt auch die Tourenwagen-Meisterschaft für uns beendet. Und ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wenn es denn so war für euch, war alles gut. Hat alles gepasst. Tut gerne diesen Kanal abonnieren. Würd mich sehr freuen. Und lasst ein Like da und kommentiert. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video gerne wieder. Macht's gut, ciao!